Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier bei Kochschwaben. Mein Name ist Jens und heute machen wir zusammen etwas, was ich persönlich vor über 20 Jahren das erste Mal gegessen habe. Und zwar damals im Italienurlaub, da gibt es das nämlich an Ostern traditionell zu essen. Und zwar die sogenannte Colomba Pasquale oder auch Colomba di Pasqua genannt. Zu Deutsch einfach Ostertaube. Vielleicht kennst du eine oder andere, das ist das Hefeteiggebäck, oben drauf mit einer Mandelzuckerkruste, ganzen Mandeln und Hagelzucker garniert. Im Teig selber ein bisschen Orangeschat, kann man auch weglassen, wer es nicht mag. Und wir bereiten das heute zusammen einfach mal zu und ich würde sagen, wir starten einfach mit den Zutaten. Für den Teig brauchen wir zum einen einen Vorteig, den ich gestern schon vorbereitet habe. Und dieser sogenannte Polisch besteht zu gleichen Teilen aus Mehl und Flüssigkeit, in meinem Fall 150 Gramm Weizenmehl 550er und 150 Gramm Milch und wirklich nur 0,2 Gramm Hefe. Den habe ich gestern vorbereitet und 16 Stunden bei Raumtemperatur reifen lassen. Zu dem Vorteig gibt man jetzt gleich noch 100 Gramm Milch, 400 Gramm Mehl, 6 Gramm Salz, 60 Gramm Butter, 15 Gramm Frischhefe, 10 Gramm Honig, den Abrieb einer Bio-Orange und einer Bio-Zitrone, 4 Eigelb, 60 Gramm Zucker, ein Teelöffel Vanilleextrakt und später noch ungefähr 100 Gramm Orangeschat. Für die Zubereitung des Hauptteiges geben wir jetzt alle Zutaten bis aufs Orangeschat in die Rührschüssel und vermengen es 2 bis 3 Minuten auf niedrigster Stufe. Anschließend drehen wir die Geschwindigkeit etwas hoch und verkneten den Teig so ca. 15 bis 20 Minuten zum elastischen Teig, der sich gut vom Schüsselrand löst. Sobald der Teig sich gut vom Schüsselrand löst, geben wir das Orangeschat hinzu und lassen dann nochmal für 1 bis 2 Minuten weiter kneten. Danach lassen wir den Teig abgedeckt für 30 Minuten gehen. Nun geben wir den Teig aus der Schüssel auf die bemehlte Arbeitsfläche und dehnen und falten ihn nochmal kurz. Anschließend stechen wir 4 Teiglinge ab und halbieren diese dann auch nochmal. Die Teiglinge rollen wir zu länglichen Würsten, eine jeweils ca. 10 cm lang, die andere jeweils 15 cm lang. In der Mitte der kürzeren Wurst drücken wir eine leichte Kerbe ein und legen die dann quer in die Ostertaubenform. Darauf geht man dann die längere Wurst. Das Ganze lassen wir dann abgedeckt 4 Stunden gehen. Für die Mandelkruste brauchen wir 150 Gramm geschälte und gemahlene Mandeln, die 4 Eiweiß und 80 Gramm Zucker. Das vermengen wir alles miteinander und streichen es anschließend auf die Ostertauben. Das Ganze garnieren wir dann mit Gänsemandeln und Hagelzucker und backen es dann bei 160 Grad Umluft für ca. 35 bis 40 Minuten.